Hallo, mein Name ist Silvio Oberlach, meines Zeichens seit 20 Jahren Schwerthändler, habe schon Anfertigungen gemacht für das Landesmuseum Karlsruhe und das Landesmuseum Lüneburg. Heute geht es um das original japanische Katana. Wir reden also nicht von einem Samurai-Schwert aus China, sondern tatsächlich ein Original. Dieses Original ist gerade erst bei mir angekommen, von einem sehr, sehr guten Freund von mir aus Berlin. Er ist Deutschlands größter Sammler von japanischen Originalwaffen, Rüstungen, Naginata und Yari. Gruß an dich von meiner Seite aus. Danke, dass du mir dieses Katana zur Verfügung gestellt hast für dieses Video. Es geht jetzt in dem Video nicht darum, sie mit Fremdwörtern zu bombardieren. Es geht eher darum, ein Verständnis für diese japanische spezielle Waffe zu bekommen. Was ist so besonders daran? Das Besondere ist, gegenüber einem europäischen Schwert zum japanischen, das europäische Schwert wurde in der Schlacht benutzt, weggeflogen, liegen lassen, verrostet, ist nicht mehr zu finden, ist Vergangenheit. Das war in Japan vollkommen anders. In Japan ist so ein Samurai-Schwert ein Familienschatz. Dieses wurde über Jahrhunderte, tatsächlich Jahrhunderte, gepflegt und gehegt vom aktuellen Besitzer. Es wurde vom Vater an den Sohn überreicht. Das ist für uns als Deutsche unvorstellbar, dass ein Gegenstand über Jahrhunderte gepflegt und gehegt wird. Man muss auch beachten, dieses Schwert war der Familienschatz. Es war eine sehr teure Anschaffung, eigentlich die teuerste Anschaffung eines Samurais. Und um jetzt das Ganze auch ein wenig besser verstehen zu können, gibt es diesen wunderschönen Ausspruch, das Katana ist die Seele des Samurai. Das zeigt, wie wichtig dieses Schwert, diese Waffe dem Samurai ist. Und das ist sein wertvollster Gegenstand. Und auch bei der Beauftragung des Schmieds hat er sich natürlich viel Mühe gegeben. Seine Maße, so soll es sein, so möchte er das haben, die Beschläge, es war ja seine Seele. Jetzt kommen wir zu dem besonders guten Faktor für uns in der Neuzeit. Es wäre früher absolut unmöglich gewesen, als Ausländer so ein Samurai-Katana in die Finger zu bekommen. Bevor wir Langnasen, werden wir da gerne genannt, eins bekommen hätten, hätte es eher zerbrochen. Wir sind in einer Zeit nach dem Krieg in Japan, wo es jetzt die jungen Nachkommen gibt, die so eine Samurai-Schwerter einfach verkloppen, um sich dafür den neuen Samsung-Fernseher zu kaufen oder die PlayStation. Dementsprechend kann man zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich sehr, sehr günstig diese Meisterwerke kaufen. In ein paar Jahren dürfte das vorbei sein, es werden immer weniger. Die sie zu schätzen wissen, behalten sie oder kaufen sie für die eigene Sammlung. Aber es gibt halt die einfach verballern. Unser Glück. Bestes Beispiel als Vergleich in Deutschland. Nach der Nazi-Zeit wollte keiner mehr einen SS-Offizier durchzuliegen haben. Die wurden verbuddelt, weggeworfen. Aber schon kurze Zeit, 15 Jahre später, kam die Nachfrage danach. Und ein Dolch, der eigentlich weggeschmissen wurde, hat heute einen Wert von 18.000, 15.000 Euro, je nach Zustand. Ja, das ist schon wieder Wahnsinn, aber so kann das dann sein und das wird bei den japanischen auch kommen. Um diese japanischen Schwerter zu verstehen, nicht nur diese jahrtausendlange Perfektion dieser Waffe, sondern die Qualität, die Verarbeitung, die Wertigkeit ist eine sehr gute Möglichkeit zu vergleichen mit Bildern. Michelangelo hat verschiedene Bilder gemalt und da würde man heute sagen, wow, was für ein Bild. Da würde man jetzt nicht hingehen und einen Drucker nehmen, das kopieren und sagen, oh, das ist ja genauso gut. Nein, ja, es gibt da wirklich bei den japanischen Meisterwerke, wirklich Meisterwerke. Dementsprechend muss man auch denn da den Wert sehen. Man kann es an der Klinge erkennen, aber ganz oft ist es auch die Wertigkeit, welcher Schmied hat dieses
Schwert gemalt? Welcher Schmied hat dieses Schwert geschmiedet? Wie bei dem Maler, wer hat das gemalt? Wenn das der Künstler ist, weiß man, ah, das ist auch schon sehr hochwertig. Hinzu kommt in Japan auch noch, wenn es halt jemand Berühmten gehört hat, dann geht der Preis durch die Decke, wenn das irgendeinem Dojo gehört hat, der wie sehr viele gute Schüler hatte, dann hat er es auch als wirklich sehr wichtigen Schatz in seinem Dojo gehabt oder ein Tenno oder so weiter und so fort. Dann steigt der Wert meistens noch sehr, sehr hoch, aber dann absurd. Bei der Mona Lisa ist vollkommen egal, wem sie gehört hat, da geht es darum, wer sie gemalt hat. Bei diesen japanischen Schwertern ist das schon wieder eine Sache für sich. So, was haben wir gelernt? Die japanischen Schwerter wurden gehegt und gepflegt. Darum haben wir heute tatsächlich japanische Katana, die 1300 sind und die haben eine perfekte Klinge. So, jetzt kommt zu dem Punkt, die perfekte Klinge. Wenn der Schmied, wir sagen jetzt mal im 13. Jahrhundert, so ein Samurai-Schwert in Japan angefertigt hat, ja, dann hatte er die Klinge, diesen Klingenquerschnitt und hatte keine Fehler. Perfekt. Das perfekte Samurai-Schwert, er übergab es dann dem Samurai und er hat es sich angeschaut. Perfekt. Jetzt muss ich dazu sagen, dieses Schwert war natürlich auch lange in der Benutzung. Wir dürfen nicht vergessen, die wurden benutzt. Ja? Die standen nicht im Schrank, sie wurden benutzt. Und über die Jahrhunderte sind natürlich hier und dort Schaden entstanden. Ganz wichtig ist auch, in der Regel wird ein Schlag mit so einem Samurai-Schwert auf dem Klingenrücken pariert. Natürlich kann es auch mal mit der Klinge vorkommen, aber jetzt wird es interessant. Über die Jahrhunderte sind halt an der Klinge irgendwo Schäden entstanden. Und jetzt muss es poliert werden, geschliffen werden. Wir bleiben mal bei poliert. Das japanische Polieren geht immer über die gesamte Fläche. Und nie irgendwie mal ein Stück oder so. Es wird über die gesamte Schwertfläche wird poliert. Und da kann es passieren, dass dann so nach ein paar Jahrhunderten plötzlich an der Außenseite so eine Linie ist. Weil der Schmied im 13. Jahrhundert von außen war es perfekt, aber innen drinnen können dann tatsächlich Fehler sein. Und nach diesem Polieren, man sieht hier auch sehr stark an der Schneide, kann sehr viel wegpoliert worden sein, dann können dann so eine Fehler auftauchen. Ist es dann schlechter? Meiner Meinung nach nicht. Ich persönlich suche natürlich für meine Kunden immer nach dem Perfekten, aber es zeigt auch den Charakter dieses Samurai-Schwertes. Wenn man jetzt so ein original japanisches Katana hat, sollte man es auch mit absolut Respekt behandeln. Wie wir jetzt ja wissen, es war über Jahrhunderte ein Familienschatz. Man sollte auch so ein Katana nicht ansprechen, sagt man. Wenn man es aus der Saya herausholt, dann sollte man seinen Mund halten. Ich empfehle auch hierbei Handschuhe zu tragen. So, bevor wir zu dem original japanischen Katana bekommen, aus der Edo-Zeit ist dieses, noch eine kurze Erklärung dazu. Nicht alle japanischen Katana haben Papiere. Es ist schön, wenn welche dabei sind. Wenn nicht, sollte man sich einen Fachmann suchen, der dann eine Exposé erstellt, ein Zertifikat, eine Expertise, damit man auch den Nachweis hat, dass es ein Original ist. Weil immer, wenn etwas sehr, sehr wertvoll ist, werden Leute angezogen, die es gerne fälschen. Das hier sind zu diesem original japanischen Katana, die original Papiere, wo man dann auch sehr gut erkennen kann, dass auf der Schwertangel der Schmied sich verewigt hat. Damit ist man dann sehr sicher, dass es sich hier um ein Original handelt. Manchmal ist da auch so eine sehr schöne Zeichnung dabei. Da wird die Klinge von Hand abgezeichnet. Ich gehe damit möglichst vorsichtig um. Ich hoffe, die können das sehr, sehr gut sehen.
gesagt, mit Respekt, Vorsicht und immer darauf achten, dass man es dabei nicht beschädigt, fallen lässt, irgendwo gegenschlägt. Äußerste Vorsicht. Ich muss natürlich bei dem Video weiterreden, darum nehme ich das Tuch in der Zeit, wo ich es heraushole, in den Mund und danach wieder heraus. Da haben wir dieses wunderschöne Schmuckstück, wie gesagt, aus der Edo-Zeit. Ich möchte jetzt nicht hier auf jede Einzelheit eingehen, das macht keinen Sinn, weil es ist ein Unikat. Bei jedem Katana gibt es eine andere Suba, andere Kashiwa, andere Habaki. Ich werde nachher noch mit der Kamera für Sie einige Einzelaufnahmen, Nahaufnahmen machen. Es ging halt in dem Video nur darum zu erklären, warum sind die japanischen so besonders gegenüber den frisch geschmiedeten. Ich bedanke mich für das Zuschauen und wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag. Im alten Japan prüfte man die Klinge, indem man in einem abgedunkelten Raum saß, hinter sich eine Kerze, und so konnte man hervorragend die Schmiedearbeit begutachten, genießen.